Ja, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Devil May Cry Nummer 4. Auf geht's mit Mission Nummer 11. Los geht's. Oh yeah, der 9. Zirkel. Gehen Sie zur Rückseite des Headquarters. Hauptquartiers, whatever. Nee, wir haben noch nicht so viel, ne? Egal. Na, ich glaube, ich sollte vielleicht doch ein paar Objekte kaufen. Ja, einfach nur so. Habe ich hier vorne noch was? Ein, noch vier. Habe ich noch einen Teufelsstern? Nein. Jetzt aber. Nice, okay. Dann können es losgehen. Awesome. Was los hier? Was eine riesige Statue. Egal, wir kloppen hier erstmal runter drauf, ne? Zack. Geht doch. Oh, nett. Ein paar Etagen höher, ja, von mir aus. Zack. Zack, zack. Geht doch. Warum nicht gleich so, ne? Na, das war klar. Dass hier keine Dämonen sind, wäre ja auch ein Witz gewesen. Oh. Aber müsst ihr das sein? Ihr geht mir immer so auf den Nerv. Ja, komm. Uppercut und down. Danke dir. Du mich auch, Kumpel. Oh, jetzt kommt dein großer Freund auch noch, oder was? Muss denn das sein? Ich mag dich nicht. Das weißt du auch. Genau deswegen. Komm hier runter, du feige... Ich wollte schon gerade sagen, feige Sau. Jetzt habe ich es gesagt. Los. Ist ja gut, Schnauze. Und nochmal. Und nochmal, weil es so schön war. Sehr schön. Gefällt dir doch, oder? Ja, komm her, Schätzelein. Komm, hier. Gib noch einen Schlag zum Preis von einem. Na also. Immer wieder dieser Stress. Oh. Wir werden hochbefördert. Nice. Gefällt mir. Dankeschön. Nee, da gehen wir nicht rein. Mm-mm. Den Fehler habe ich damals schon gemacht. Nee, nee. Da gehen wir nicht rein. Hi, Kumpel. Mach mal hier Tor auf. Danke. Cool von dir. Finde ich nice. Ja, wenn der so doof ist, kann ich doch nichts dafür, oder? Also echt. So. Jo. Dankeschön. Nice. Aber. So, wir müssen zuerst hier lang. Ja, was? Na, sehr gut. Das war zugegebenermaßen knapp ohne Doppelsprung, aber haben wir ja gut gemeistert. Dankeschön. Ah, oh, verdammt. Egal. Holen wir uns doch hier den Teufelsstern, warum nicht? Aber das war anders geplant. Ja. Ja, so schon mal nicht. Ah, ihr schon wieder. Ja, ihr seht schon, ich hab euch ganz lieb. Ja. Bams. Nochmal. Und zack. Und so geht's auch. Down, einer nach dem anderen. Immer schön von hinten attackieren und dann hat er auch nichts mehr zu melden. So, genau wie du, Kollege. Bams. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Muss ich erst immer böse werden? So, dann machen wir es halt so. Meine Güte, immer dieser Stress hier. Ja, komm her. Ey, komm doch einfach nur her. Und sterb. Wie ein Mann. Ja, wie ein Dämonsmann hier. So, bam, Powerbomb. Ja, ich gebe ja zu, ich wollte ja nur die Powerbomb machen. Und Bams. Na also, warum denn immer gleich hier Ärger machen, hä? Verstehe ich nicht. Sicher. Ja, ich habe ja sonst nichts zu tun hier. Alles klar.
So. Danke. Sehr freundlich. Ja. Wer hätte es gedacht? Na ihr, wie geht's euch, Jungs? Hey, Party gehabt am Sonntag? Ja, ich schon, aber ich meine, ihr wart nicht eingeladen, ne? Also, kann ich ja nichts für, wenn ihr so miesmutig seid hier. So, dankeschön. Komm mal her, Kumpel. Bams. Der nächste. Ach, verdammter Hund. Schnauze. Ich sagte halt's Maul. Und du auch. Was ist los mit dir? Alles Roger, hä? Wie geht's, Omi? Hä? Keine Ahnung. Hast du Keks gegessen? Jetzt halt's Maul. Dämlicher Sack. Hier, komm her. Bekommst du eine Powerbomb. So. 3, 2, 1 und meins. Sehr schön. Gefällt mir. Ja. Toll, jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen, oder was? Man hat ja sonst nichts zu tun. Man gewöhnt sich allerdings an alles. So. Dankeschön, ich will... Nee, da komme ich nicht lang. Das war so klar, ne? Dass ich den dummen Weg hier gehen muss. Ja, ist ja schon gut. Ja, ist schon logisch, ne? Ist schon logisch, ne? Hä? Was ist jetzt los? Komme ich da nicht rum? Was soll denn das? Was soll denn das hier? Hä? Was mache ich denn jetzt gerade wieder falsch? Okay, dann mache ich das hier halt nochmal. Okay, ich gehe gerade irgendwie wieder kreuz und quer, aber nicht da lang, wo ich sollte. Und warum nicht? Muss ich da runter? Da war ich doch schon. Was? What the fuck? Nicht euer Ernst. Nein, bist du denn des Wahnsinns? Hä? Was mache ich denn falsch? Das ist doch der normale Weg. What the hell? Ich will doch nur zurück. Was geht denn ab hier? Ist doch nicht so schwer. Ja, aber nicht da lang. Da komme ich doch gerade her, Mann. Hä? Jein. Nein. Einfach nur nein. Ja, komm. Jetzt kann ich mir das Teil auch noch holen. Danke. Oh, hat 100 gegeben, oder was? Ja, wie jetzt? Bin doch nicht besoffen, oder? Ich habe das Game so oft schon durchgezockt. Was geht? Ja, ist ja gut. Igema leidet wieder an Verständigungsproblemen. Hier nicht. Hier nicht. Das heißt, es kann ja nur links sein. Ja, was jetzt? Ist das hier jetzt euer Ernst oder so? Oder wie oder was? Ich drehe mich hier andauernd in einem dummen Kreis und darauf habe ich jetzt mal gar keinen Bock. Ich weiß nicht, was das hier soll, aber es gefällt mir nicht. Weil es einfach sinnfrei ist. Hä? Ich check's nicht. Hier fehlt doch irgendwas. Nö. So, danke schön. Ja, ist klar. Hä? Ich drehe mich hier echt im Kreis. Das gefällt mir absolut nicht. Normal ist es hier popel einfach. Wie überaus intelligent wieder mal von mir. Toll, das war das Rätsels Lösung. Einfach mal weitergehen. Da ja nicht reingehen, sondern einfach hier rein.
Aufwärts, danke. Difference of opinion on that one. How unfortunate. Kyrie. Is it not your wish to become one with her? Within the Savior, your mortal bodies will combine, melting into one to manifest and create his core, a thing of utter and pure beauty. Go blow yourself. I'm here to save you. Please trust me. I'm afraid you are too late. But, although still incomplete, this is your chance to catch a glimpse of the true power of our Savior. Was für ein kranker Freak. So, komm her. Halt's Maul mit deinem Geplapper. Ja, ist schon klar. So, machen wir das Ganze doch so. Einfacher hier. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, gib mir meine Liebste zurück, du blöder Penner. Meine Güte. Ach, halt's Maul. Bams. Ja, du mich halt auch, ne? Komm her und schnauze. Sag, du sollst mir meine Liebste zurückgeben. Ja, du mich auch. Edge Batch. So, immer schön eine drauf für dein Versagen als Erlöser, du dämlicher Hundedämon. Ja, komm her, Bams. Hast du jetzt so eine feige Masche vorbereitet, hä, Kumpel? Muss ich das verstehen? Ah. Dieselbe Masche wie vorhin. Ja, nur jetzt mit ein paar Strahlen, oder was? Nett. Find dich auch lieb. Ey, echt? Du bist wieder Opa vom Mittag, Mann. Hier. Jetzt halt's Maul und gib mir endlich meine Liebste, du dummer Hund. So. Halt's Maul, Dämon. A man who carries the blood of Sparta. While not in Dante's league, you still presented a harder fight than I had anticipated. Dante? I had originally intended to absorb him into our savior. But circumstance presenting, I'd rather choose the option at hand.
and this sword are combined, we will be able to proceed to the final stage of our ultimate goal. Betrayed us. Why? I served the dream of a world you spoke of. The savior you preached of. But you used my sister, Kitie, who has nothing to do with this. And that is beyond forgiveness. For a sibling. How foolish. All that is needed is absolute power. Oh. It's you, Gloria. Unfortunately, you did not anticipate a descendant of Sparta's blood. And because of this boy, you have been outwitted, and the savior will be completed. I don't know. I'd wager this kid's still got some life in him. Now impossible. The creation cannot be stopped. Hey, kid, you giving up so soon? My options are limited. So melodramatic. Besides, if you die without giving my sword back, I'm gonna be pissed. Then come and get it. What a punk. Kitty! I swear it! I swear I'm gonna get us out of here! Together, Kitty! Kitty! Check it out. It's got wings.
The design shows terrible taste. Hey, where's that thing going? It's not complete yet, is it? It is in his heart to save the world from chaos. He will begin by driving it out. Now he has what he needs. Yamato. His body used it to seal the Hellgate from the demon world. The sword is the key to opening the Hellgate. The real Hellgate. That lies dormant beneath this city. The sword that separates the human world from the demon world. I think you, the son of the Dark Knight Sparta, are the only one who can stop the Savior now. Dante. Looks like you've got a rep to live up to. Looks that way. Please, honor one last request. Save them. Kyrie and Nero. I'll do it. I wouldn't want to deny anyone their dying request. I'll sweep the city and evacuate the people. Hey, is this your way of ditching and dumping this mess up? You want to switch? It's cool. Let's stick to the plan. Ah, schau mal an, der gute Dante. Bei einer schönen Frau, da ist er auch noch ein kleiner Hund, ne? Ja, ist schon klar. Ah, da hat er keine große Klappe oder was. Na gut, meine lieben Freunde, wie das hier weitergeht, sehen wir in einem neuen spannenden Part von Let's Play Devil May Cry Nummer 4. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Part doch einen kleinen Daumen hoch. Das würde mich sehr unterstützen. Bis dann und ciao, euer Let's Play eGamer.